Wir haben jetzt einfach uns das Ziel Olympische Spiele gesetzt, weil das das einzige Turnier ist, was momentan fix ist, was wir in den Kalender wirklich eintragen können. Und darauf arbeiten wir jetzt hin. Und alles andere müssen wir wirklich sehr flexibel sein. Das ist ein Corona-Wort gestern entstanden, anplanen. Das ist, wenn man nicht weiß, was passiert, aber man muss planen. Also wir müssen beginnen, aber wissen es nicht genau. Und es könnte aber auch anders kommen, deshalb planen wir in unserem Team an. Laut Thomas Bach soll man sich nicht Gedanken machen, ob es nicht stattfindet, sondern einfach, dass es stattfindet. Klar, wir verfolgen auch die Medien und wir lesen natürlich auch die Berichte, die rumgehen. Es ist für einen Athleten nicht schön zu wissen, dass eben das teilweise auch schon wieder in Frage gestellt wird. Es hilft alles nichts. Wir müssen daran festhalten, dass sie definitiv Ende Juli beginnen, die Spiele. Und das ist unser Ziel, da ist unser Blick ausgerichtet und alles andere hilft uns auch zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach nicht. In Japan, die werden schon darauf achten, dass da alles organisiert abläuft. So kennen wir eigentlich auch Japan. Wenn man da eine große Bubble macht, es hat ja auch schon gut funktioniert, mal weniger gut. Und wenn man das frühzeitig jetzt weiß, wie man das gestaltet, wenn Leute früh anreisen und man isoliert wird und dass da ja, das Risiko minimiert wird. Daran teilnehmen sowieso, aber hey, wir wollen da nicht daran teilnehmen, sondern wir wollen halt wirklich auch da vorne mitspielen. So. Und das ist eben das Ziel, dass wir uns dort eine Medaille holen und eben vorne dabei sind und nicht mitschwimmen, sondern einfach wirklich dort es schaffen, die beste Carla und die beste Julia 2.0 aufs Feld zu bringen. Generell sind wir sehr froh, dass wir die Bundeswehr haben. Das lässt einen ruhig schlafen, ob Pandemie oder nicht. Man weiß, man kann seine Miete bezahlen und den Sport so professionell wie möglich betreiben. Auch jetzt, denke ich, ist es ein Privileg, dass wir einfach das machen können, was wir immer machen. Das Training ist nur sehr wenig eingeschränkt und wir können auf jeden Fall unsere Grundsachen decken und alles andere muss man dann sehen.